Und es wird hell. Hui! In der kalten Nachtluft vor der Hütte hast du das Gefühl, dass du endlich durchatmen kannst. Du versuchst dem Ganzen einen Sinn zu geben. Olvir und Gunnar entfernen sich von der Gruppe und reden leise miteinander. Ulfgar, Brand und Raskir atmen ebenfalls durch und schauen sich schweigend um, als wüssten sie nicht so recht, was sie sagen oder tun sollen. Einige der Besucher des Festes tummeln sich noch auf dem Platz. Einer von ihnen fragt den Hetman, ob alles in Ordnung und was los sei. Doch Ulfgar winkt ab und schickt ihn in sein Langhaus, er soll etwas schlafen. Godi, du hörst Gunnar, der sich zu Wort meldet und zügig auf Brand zugeht. Bist du sicher, dass das alles notwendig ist? Kann diese Kreatur über die Ozeane hinweg folgen? Uns über die Ozeane hinweg folgen? Müssen wir wirklich die Tochter des Hetmans und diesen Fremdling mitnehmen? Notwendig? Ja, nein. Aber wenn man die Geschichten Glauben schenken darf, gibt es kein Entrinnen. Was auch deine zweite Frage beantworten sollte. Und was die dritte angeht? Nein. Ihr müsst den Fremdling nicht mitnehmen, doch die Runias sprachen, dass ihr vielleicht keine andere Wahl habt. Der Hetman wäre sicher erzürnt, wenn du sein Kind zum Sterben verurteilst. All das zu hören, erfüllt dich mit einer neuen Art von Nervosität, die dich, deine Worte an den Hetman, umso mehr bereuen lässt. Ja, mein Gott, was soll mir denn sagen? Sollten wir sagen, scheiß auf deine Tochter, ist mir egal, das machen wir doch nicht, wir sind doch ein Soldat. Ja, wir haben doch Ehre im Leib und so, also von daher. Während Gunnar und Olvir sich wieder ihrer eigenen Gesellschaft zuwenden, schaust du zu den anderen, die du nun zurücklassen wirst. Falls sie dich irgendwie unterstützen können, dann jetzt. Rede mit Ulfgar, rede mit Brand, rede mit Raskir. Ja, ist jetzt eine Frage, ne? Mit wem soll ich jetzt reden? Raskir bleibt ja hier, ne? Vielleicht sollten wir ihm noch was befragen, weil die anderen beiden, er bleibt ja auch hier und er bleibt auch hier. Weil eigentlich könnte er ja mitkommen. Vielleicht können wir ihn überreden, mitzukommen. Raskir steht still und nachdenklich da und schaut mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck. Gen Himmel, ja, der will mit. Alles in Ordnung? Er seufzt und zuckt mit den Schultern und sieht dich an. Bemüht, die Enttäuschung aus seinem Gesicht zu verbannen. Es klingt, als hättest du ein großes Abenteuer vor dir, Fremdling. Eine gute Gelegenheit, dich von den Göttern zu beweisen, auch wenn du nicht vom Blut der Jaldinger stammst. Ich bin mir sicher, dass sie dich genau beobachten werden. Wie würdest du dich vorbereiten? Was hat dein Vater gemeint? Was meinst du damit? Was meinst du damit, mit der Gelegenheit, mich zu beweisen? Raskir lächelt dir leicht zu. Wir Torvaler glauben, dass nach dem Tod die Größten von uns an Svafnirs Seite gerufen werden. Wir stehen ihm zur Seite, nie endenden Kampf gegen Hrangar. Aber nur durch ein ehrenvolles Leben, das unsere Stärke und unseren Mut beweist, kann dies geschehen. Du und Estrid, ihr werdet euren Platz an Svafnirs Seite sichern, wenn ihr diesen Kampf unerschrocken bis zum Ende austragt. Darauf könnt ihr sehr stolz sein. Wie würdest du dich vorbereiten? Was hat dein Vater gemeint? Auf Wiedersehen? Alter, nimm den doch mit. Warum schadet es denn, wenn wir ihn mitnehmen? Also, warum fragen wir ihn nicht einfach? Komm mit. Wie würdest du dich vorbereiten? Genau. Raskir lacht. Nach einem Moment des Nachdenkens zuckt er lediglich mit den Schultern. Selbst wenn man Vorbereitungen einen Sinn hätten, wüsste ich nicht, wie man sich für eine solche Aufgabe wappnen würde. Das ist der Herrscher des Rastlosen. Bestenfalls mache ich den Göttern Ehre, auf dass ich an Svafnirs Seite aufgenommen werde, falls ich sterbe. Wer auf diese Reise leben oder sterben wird, steht längst fest. Und keine noch so gute Vorbereitung wird etwas daran ändern. Dein Vater hat das gemeint. Dein Vater sagte, ich sei nicht an eure Eide und Tradition gebunden, bevor er mich bat, Estrid zu helfen. Warum ist das wichtig? Wir Torvaler wissen um die Macht des Schicksals, Fremdling. Die Runias bestimmen, was mit jedem Einzelnen von uns geschehen wird. Hunderte von Jahren, bevor wir überhaupt geboren wurden. Das bedeutet, dass du und Estrid schon immer dazu bestimmt waren, gegen diesen Hecher zu streiten. Aber du bist kein Torvaler und mein Vater weiß, dass du womöglich nicht dieselbe Verpflichtung verspürst, ihn zu bekämpfen wie Estrid. Vielleicht hat er erwartet, dass du dein eigenes Schicksal mitmachen würdest, doch will er verhindern, dass du dadurch auch Estrid verdammst. Auf Wiedersehen, Raskir. Und viel Glück.
Das bringt ihn zum Lachen und er packt dich fest an der Schulter. Vergiss nicht, Fremdling. Wer sein Schicksal erfüllt, braucht kein Glück. Nur Entschlossenheit. Svafnir mit dir und mögest du immer Delfine im Kielwasser haben. Okay. Er bleibt also tatsächlich hier, weil er nicht diese Offenbarung bekommen hat. Jetzt reden wir noch mit Ulfgar und dann wahrscheinlich mit Brand. Du gehst leise auf den Hetman zu, der dich mit einer säuerlichen Grimasse betrachtet. Du bist seit 2 Nächten hier, Fremdling, und alles ist nun anders. Okay. Beides wichtig, ne? Beides könnte relevant sein. Wir nehmen erstmal ihm hier. Erzähl mir mehr über Olvir Eiriksson Hetman. Wer ist er? Es ist eine lebende Legende. Die Schichten über ihn reichen zahlreiche Winter zurück, obwohl die Zeiten seines Ruhms schon lange her sind. Ist er gefährlich? Deine Kinder schienen ihn irgendwie gefährlich zu halten. Ulfgar schaut über den Platz zu Olvir und Gunjar, die sich leise unterhalten. Er nickt, als er wieder zu dir schaut. Es ist wahr. Er und seine Besatzung werden von vielen gefürchtet, sogar von vielen Torwallern. Aber es ist schon lange her, dass Geschichten über seine Heldentaten meine Ohren erreichten. Es scheint mir, dass er nur noch eine leichte Brise des Sturms ist, der er einst war. Zahlreiche Winter? Warum war er heute hier? Beides ist wichtig. Zahlreiche Winter, sagst du? Ich hätte nicht gedacht, dass Kaperfahrer so lange leben. Die meisten leben nicht so lange, aber er ist anders als die meisten. Er ist ein tödlicher Kämpfer, das ist wahr. Und man sagt, dass auch seine Mannschaft anders kämpft als andere Torwaller. Tatsächlich sind sie uns nicht besonders ähnlich. Warum hast du ihn heute hierher eingeladen? Er scheint ein paar Momente lang innerlich etwas abzuwägen, bevor er leise antwortet. Es ist nicht so, dass er aus unserer Gesellschaft verbannt wurde, aber er sieht sich selbst als einen Ausgestoßenen. Ich wollte das zu Islais Fels Vorteil nutzen, ihn bitten, die friedlosen Räuber von Golf von Bremen fernzuhalten. Die Leute reagierten merkwürdig. Ja. Alle wirkten so schockiert, als die beiden Männer auftauchten. Warum ist das so, Hetman? Ulfgar seufzt und schaut zu den Männern, die sich leider in der Nähe unterhalten. Sein Ton ist ernst, als er sich wieder zu dir wendet. Ehrlich gesagt, Fremdling, gehören sie zu einer merkwürdigen Gruppe. Heutzutage erreichen uns nur noch seltene Nachrichten über ihre Raubzüge und wenn das passiert, bedeutet es meistens Ärger. Viele fragen sich, wie Torwalsch die Leute noch sind, nachdem sie so lange fern der Heimat walten. Und selbst bin ich mir nicht mehr sicher. Es wäre meine Ehre, Gast in deinem Haus gewesen zu sein. Danke. Es war mein Vergnügen, Fremdling. Das wohl. Zumindest größtenteils. Lasst uns beide darauf hoffen, dass wir uns wiedersehen werden. Das Gespräch wird unterbrochen, als Estrid zurückkehrt. Sie hat ihr Haar zurückgebunden, trägt ein Schild auf dem Rücken und ihr Schwert an der Hüfte. Können wir aufbrechen? Ja. Ulfgar umarmt sie fest und flüstert ihr ein paar persönliche Worte ins Ohr, bevor sie sich umdreht, um sich von ihrem Bruder zu verabschieden. Ich hätte gerne mit Brand gesprochen. Ich hätte gerne ihm noch was gefragt. Ich dachte, das wäre noch möglich gewesen. Da hätte ich mich entscheiden müssen zwischen Ulfgar und Brand. War vielleicht die falsche Entscheidung, mit Ulfgar zu sprechen, aber gut, das ist jetzt so. Das müssen wir einfach in Kauf nehmen. Ihr Atem ist etwas zittrig, als sie sich zu dir gesellt. Gemeinsam nähert ihr euch Olvir und Gunnar. Mögen die Runjas euch auf eurer Reise wohlgesonnen sein. Gute Jagd. Kapitel. Die Wolfsfang. Olvir und Gunnar scheinen es eilig zu haben, zurück zum Strand zu kommen, während du und Estrid ihnen folgen. Es gibt keine Spur von einem Sturm, der das Donnern in der Halle verursacht haben könnte. Tatsächlich fühlt sich die Welt seltsamerweise an wie immer. In einigen Langhäusern sind die Menschen noch auf den Beinen. Manche Besucher des Festes sind noch auf dem Heimweg. Es war auch ein recht kurzes Fest dadurch, ne? Doch im Großen und Ganzen ist es ruhig und still. Die Sterne am Nachthimmel glitzern, wie um diesen Frieden zu unterstreichen. So sehr du dich auch bemühst, du empfindest keine Ruhe und Estrids grimmiger Gesichtsausdruck verrät, dass es ihr genauso geht. Habt ihr eine Mannschaft? Habt ihr einen Plan? Der Himmel ist nun so klar. Habt ihr einen Plan, ist gut. Habt ihr schon einen Plan?
Mit deiner Frage versuchst du, die Kluft zwischen dir, Olvir und Gunnar, die mit jedem Schritt zu wachsen droht, zu überbrücken. Olvir scheint die Frage komplett zu ignorieren, aber nach einigen Augenblicken dreht sich Gunnar zu dir um. Kjalsinger liegt auf der anderen Seite der Bremer Halbinsel. Wir werden durch den Golf segeln, um die Halbinsel herum. Wenn uns die Winde gewogen sind, werden wir Kjalsinger in etwa einer Woche erreichen. Und danach? Gunnar hat sich bereits abgewandt und antwortet nicht auf ihre Frage, obwohl du siehst, wie er Olvir wieder einen Blick zuwirft. Die Konversation verstummt. Selbst für unbedeutende Plaudereien scheint dir die Stimmung zu angespannt zu sein, also gibst du dich ganz deiner Erinnerung an die vergangene Nacht hin. Als ihr das Langhaus erreicht, dem du übernachtet hast, befiehlt Gunnar, dir schnell ein paar Sachen zu packen. Dann seid ihr wieder auf dem Weg zum Strand und lauft schweigend durch die Nacht. Als ihr dort ankommt, ist der Strand ruhig. Während sie sich umsieht, bleibt Estrid langsam stehen. Dutzende Langschiffe wurden auf die Kieselsteine gezogen, ihre Rümpfe gesäumt und mit Schilden voller verschiedener Motive. Doch einen Moment später wird dir klar, dass etwas nicht stimmt. Es ist kein einziger Mensch in Sicht. Wo ist deine Otayasko? Ihr seid doch sicher nicht allein unterwegs. Gunnar grinst sich an, dann schnaubt er und schüttelt den Kopf. Sie erwarten uns draußen auf dem Wasser, Edling. Euer Schiff liegt nicht auf dem Strand? Du schaust dir die Größe und Form der Langschiffe an, die in der Bucht auf- und abdümpeln. Es ist aber ein Langschiff, nicht wahr? Gunnar lacht über den Ausdruck in euren Gesichtern. Er schmunzelt, als Olvir vor ihm beginnt, einer der kleineren Schiffe ins Wasser zu schieben. Wir verwenden keine Otter. Wir haben Scooters, aber auch etwas Größeres. Ihr werdet schon sehen. Er steigt hinter Olvir ins Boot, das sich ins Wasser senkt, während ihr die beiden anstarrt. Kommt ihr nun, oder was? Du schaust ein letztes Mal zu Estrid, um ihre Meinung einzuschätzen. Sie seufzt und macht Anstalten, an Bord zu gehen. Du folgst ihr dicht auf den Fersen und setzt dich neben Gunnar, damit ihr ins offene Wasser rudern könnt. Als ihr in die Bucht hinausrudert, fällt dein Blick wieder auf den Sternenhimmel. Leichte Wolkenfetzen ziehen über den Himmel, aber nach wie vor keine Spur von einem Sturm. Es ist viele Jahre her, dass du irgendein Boot rudern musstest und du hast noch nie ein Torwaldsches Schiff gerudert. Das Boot fühlt sich schwerer an, als du es erwartet hast. Es sollte von mindestens doppelt so vielen Menschen gerudert werden. Doch du atmest ruhig und gleichmäßig und die rhythmische Bewegung macht es dir leicht, dich zu konzentrieren. Du findest einen Punkt an Olvirs Hinterkopf, den du ausdruckslos anstarren kannst, während du dich in die Ruder legst. Du kannst seinen Atem hören. Er scheint von euch allen am anstrengendsten zu sein. Immer wieder schaut Estrid zu ihm hinüber und zwischen den Schlägen bemerkst du den leicht besorgten Blick auf ihrem Gesicht. Aber sie sagt nichts. Tatsächlich sagt während dem gesamten Überfahrt niemand auch nur ein Wort, was dazu beiträgt, dass sich die Zeit träge wie der Ozean vor dir hinzieht. Es kommt dir vor, als sei mindestens eine Stunde vergangen, als du hinter dir einen schrillen Pfiff hörst. Du drehst dich um. Dein Blick fällt auf kleine, aber helle Fackeln, die sich an der Dunkelheit vor dir bewegen. Dann hörst du Stimmen und dir wird klar, dass ihr euch schnell einem größeren Schiff nähert, das auf dem Wasser auf euch wartet. Du hast schon viele Koggen gesehen. Sie werden in Havena gebaut und an fast jede Seefahrernation südlich des Ingvaldtals verkauft. Aber diese Kogge ist anders als alle anderen, die du je gesehen hast. Im flackernden Schein der Fackeln kannst du sie mit dem Torwaldschen Schilden behängen. Im flackernden Schein der Fackeln kannst du die mit Torwaldschen Schilden behängenden Reling des Schiffes ausmachen. Sie alle zeigen unterschiedliche Motive und Farben und überlappen sich genau wie auf einem Langschiff. Dunkle Segel wurden sorgfältig am Mast festgebunden, doch in der kühlen Nachtbrise flattern die Falten. Du betrachtest den Bug des Schiffes als einen aus Holz geschnitzten, zähnefletschenden Wolf. Ein Gefühl des Grauens überkommt dich, je länger du das Schiff betrachtest. Hör auf zu rudern! Gunnar beugt sich vor, um dir das Ruder abzunehmen und grinst über deine Fassungslosigkeit. Wir sind da. Die Stimmen verstummen, als euch auf das Deck geholfen wird. Ächzend, aber mit bemerkenswerter Routine, ziehen vier Leute die Scooter mit Seilen hoch. Als du auf Augenhöhe mit der Reling des Schiffes bist, helfen dir zwei weitere Besatzungsmitglieder an Deck.
Dort wirst du von einer Gruppe von mindestens 20 Torwallern begrüßt, die dich allesamt anstarren, als wärst du ein Geist. Als Estrid neben dir auf das Deck springt, ziehen sich diejenigen, die dir hochgeholfen haben, vorsichtig zurück. Augen werden zu Schlitzen und Stirn gerunzelt. Der eine oder andere greift an, Axt oder Schwert. Seid gegrüßt. Ihre bedächtige und aufmerksame Begrüßung wird von einem der nächstgelegenen Besatzungsmitglieder mit einem Lachen quittiert. Er ist ein älterer Mann, sogar älter als Olvir und Gunnar, der sich auf einen Stab stützt. Wir haben keinen Besuch erwartet, Gunnar. Hinter dir treten Olvir und Gunnar an, ebenfalls ans Deck, während einige Besatzungsmitglieder beginnen, die Scooter an der Bordwand zu befestigen. Das ist die Tochter von Hetman Svironsson. Und wer bist du eigentlich? Alrik Durenald. Mein Name ist Alrik Durenald. Ich bin ein Söldner aus Andergast. Viele Besatzungsmitglieder nehmen bei deiner Vorstellung eine drohende Haltung ein und schauen von dir zu dem Schwert auf deinem Rücken. Der alte Mann scheint besonders an der Antwort interessiert zu sein und beäugt dich mit einem amüsierten Lächeln. Inmitten der Unterhaltung hörst du schwere Schritte hinter dir. Hinter dir begibt sich Olvir schnellen Schrittes zum Heck des Schiffes. Du beobachtest, wie er zu seinem Quartier stürmt, wütend die Tür aufreißt und darin verschwindet. Gunnar schaut ihm aufmerksam hinterher und wartet darauf, dass die Tür zuschlägt, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder dir zuwendet. Abgesehen von den Besuchern, warum seid ihr schon so früh zurück? Wir haben euch frühestens in einer Nacht erwartet. Achso, das ist eine Frau. Ach Gott. Entschuldigt. Die Sprecherin ist eine Riesin von einer Frau in der vordersten Reihe der Menge. Sie ist mindestens genauso groß wie Olvir und vielleicht sogar kräftiger. Nun, kommt alle zusammen, das wird etwas dauern. Gunnar klingt verärgert, als er erklärt, was in der Halle des Hetmans vorgefallen ist. Er erspart dir die unangenehme Aufgabe, deine Sicht der Ereignisse vorzuerläutern und beschönigt einige der Einzelheiten. Ob sie es nun glauben oder nicht, die Besatzung steht still und hört sich die ganze Geschichte geduldig an. Einige wirken begeistert, andere skeptisch, aber sie hören alle aufmerksam zu. Als Gunnar geendet hat, nehmen sie sich alle ein paar Augenblicke Zeit, darüber nachzudenken. Einige murmeln sogar Gebete. Nun, damit hätte ich nicht gerechnet. Der Hecher des Rastlosen, das wird sich wahrlich eine Tat für die Sagas. Ich kann es kaum glauben. Ich würde es auch nicht glauben. Das ist es, womit wir es zu tun haben. Sag nichts. Du hältst einen respektvollen Abstand zu dem Gespräch und überlässt es Gunnar, die Mannschaft in Kenntnis zu setzen. Ja. Und wir und der Fremdling und der Hedling müssen sich dem stellen. Dieser Hrangarbrut. Diesen Daimoniden. Was auch immer es ist. Und wir? Die Kriegerin deutet auf die anderen Mitglieder Otta Jasko, die hinter ihr stehen und dich und Estrid immer noch nicht aus den Augen lassen. Ein wildes und aufgeregtes Grinsen wandert über ihr Gesicht. Können wir helfen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Gunnar rollt mit den Augen, als die Umstehenden ihren aufgebrachtes Gemurmel verfallen. Er hebt die Hände, um sie zum Schweigen zu bewegen. Das ist jetzt nicht wichtig. Zuerst machen wir uns auf den Weg nach Hjalsingor. Wir vergeuden Zeit. Lasst uns gehen. Als sich die Gruppe aufzulösen beginnt, versuchst du, Esrits Gedanken über deine neuen Gefährten zu ergründen. Sie macht einen etwas verstörten Eindruck und beäugt die gesamte Mannschaft, ebenso misstrauisch, wie diese sie beäugt. Sie wirkt genauso überfordert, wie du dich fühlst. Viele Augen beobachten dich noch immer misstrauisch, während die Besatzung ihrer Arbeit nachgeht. Sowohl die Kriegerin als auch der alte Mann mustern dich noch einmal vom Kopf bis Fuß, bevor sie sich ihren Aufgaben widmen. Du wirst abgelenkt, als Gunnar dich und Estrid in ein leises Gespräch verwickelt. Wenn wir an Bord dieses Schiffes seid, werdet ihr helfen, genau wie der Rest von ihm uns. Ist das klar? Ja. Gunnar sieht Estrid erwartungsvoll an, aber einen langen Moment sagt sie nichts. Ist das klar? Sie sieht ihn einen weiteren Herzschlag an, bevor sie seufzt. Ja, ist klar. Gut. Willkommen an Bord der Wolfsfang. Akt 2. Das Abenteuer wartet. Schließe eins Akt ab. Ja, habe ich gemacht. Cool. Freunde. Nicht schlecht. Herr Specht. So. Gut, wir haben Akt 2.
Beendet. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen was mache. Schön, ich kann also nur wirklich hier draufklicken. Spiel speichern ist auf jeden Fall schon mal wichtig. So, fortsetzen. An die Arbeit. An deinem ersten Tag an Bord der Wolfsfang schickt Gunnar dich und deine Begleitung direkt an die Arbeit. Aber auch die anderen Besatzungsmitglieder haben selbst etwas mit euch vor. Ich würde sagen, wir machen eine klitzekleine Pause. Ganz kurz, weil ich müsste mal wohin. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aber ich kann es nicht ändern, Freunde. Ich kann es nicht ändern. So, kleine Pause. Ich bin zurück, meine Freunde. Schnell noch ein paar Nüsschen rein. Dann können wir das Spiel fortsetzen. So. Okay, es geht weiter. An deinem ersten Tag an Bord der Wolfsfang schickt Gunnar dich und deine Begleitung direkt an die Arbeit, aber auch die anderen Besatzungsmitglieder haben selbst etwas mit euch vor. So. Kapitel an die Arbeit. Du hast deinen ersten Morgen an Bord der Wolfsfang hinter dir, doch du fühlst dich erschöpfter, als du erwartet oder erhofft hast. An Deck vertreiben die kühle frische Luft und der strahlende Sonnenschein zumindest einen Teil deiner Müdigkeit. Doch sie helfen nicht gegen die Schmerzen der Nacht. Obgleich du in der Vergangenheit bereits Wochen, manchmal monatelang unterwegs warst, musst du dich an das Leben auf See erst noch gewöhnen. An Deck ist es relativ ruhig. Eine Handvoll Besatzungsmitglieder arbeiten an den Segeln und dem Steuer des Schiffs. Ein Späher schreitet das Deck der Länge nach und der Breite nach ab. Alle anderen sind unten, wo sie sich von der Herbstsonne fernhalten und ausruhen, solange sie können. Nach all der Anspannung der letzten Tage wirkt das alles merkwürdig ruhig. Estrid steht allein etwas abseits auf die Reling gestützt und schaut hinaus nach Westen. Bevor du sie erreichst, hörst du einen Pfiff. Als du dich umdrehst, siehst du Gunnar, der sich über die Reling des Achterdecks lehnt, um mit dir zu sprechen. Schnapp dir einen deinen Freund. Ihr habt Arbeit zu erledigen. Damit verschwindet er wieder aus deinem Blickfeld. Dir bleibt nichts anderes übrig, als seine Reisebegleitung einzusammeln. Estrid, sie schaut ein wenig erschrocken drein, als du auf sie zugehst, so als hätte dein Ruf sie aus tiefen Gedanken herausgerissen. Doch der Blick ist rasch verflogen und sie stellt sich mit einer knappen Nicken, als du dich mit der Steuerbordseite des Schiffs zu ihr gesellst. Ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis wir uns wieder begegnen, Fremdling. Es ist kein großes Schiff. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Ich hatte nur nicht erwartet, hier zu landen. Es ist bloß alles noch ganz frisch und ziemlich surreal. Ihr beide gestattet euch einen Moment Zeit, um auf das ruhige und glitzernde Meer hinauszuschauen. In Wahrheit versuchst du dich nicht mit den Einzelheiten des letzten Abends zu befassen. Ich auch nicht. Wer würde das schon glauben? Dass wir die Jagd auf ein mystisches Abend Ungeheuer hineingeraten. Du wägst deine Worte sorgfältig ab, bevor du sie aussprichst. Wir müssen vorsichtig sein. Und hier sind wir nun. Ich war auf dem Weg nach Nostria. Ich wollte über die Wintermonate nach Nostria zurückkehren, um auf neue Arbeit im Frühling zu warten. Ich sollte nach Fermak reisen, um die Kaperfahrten des nächsten Sommers zu besprechen. Es scheint, als hätte sich das Schicksal etwas Aufregenderes für uns beide im Sinn gehabt. Du sinnst einen Moment lang darüber nach. So furchtbar das alles auch war, so kann man doch sagen, dass du zumindest etwas erlebst. Daran gibt es nichts zu rütteln. Als du zögernd aber zustimmt, nickst, kichert Estrid und stößt dich von der Seite Freling ab. Gunnar erwartet uns mit einer ersten Aufgabe. Nun denn, dann sollen wir ihn nicht länger warten lassen. Komm. Gunnar geht immer noch auf dem Achterdeck auf und ab und spricht leise mit der Steuerfrau, während er auf euch wartet. Als euch erblickt, ist sein Blick voller Ungeduld. Ihr habt euch Zeit gelassen. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden. Begleitet mich. Gunnar läuft voran und führt euch mit erstaunlichem Tempo unter Deck, obwohl sonst Ruhe auf dem Schiff herrscht. Als ihr an den anderen Mitgliedern der Mannschaft vorbeikommt, bemerkst du, dass du bereits einige ihrer Gesichter wiedererkennst. Und du bemerkst, dass sie immer noch rasch den Blick von dir abwenden, um zu überspielen, dass sie dich anstarren. Wo ist Olwe? Was sollen wir tun? Warum starren sie so?
Warum starren die so? Warum starrt uns die Besatzung ständig an? Mögen sie keine neuen Gesichter? Gunnar lacht laut. Wir haben nicht gerade mit Neuankömmlingen gerechnet. Wenn man auf dem Schiff lebt, gewöhnt man sich an einen die vertraute Gesellschaft. Wir sind hier zu Hause. Ihr seid Außenseiter. Ihr lebt tatsächlich auf dem Schiff? Ihr kehrt nicht zu einem Ort auf dem Festland zurück oder unterhaltet ein Lager an der Küste? Doch, wir leben so. Inzwischen seit vielen Jahren. Warum sollten wir so ein großes Schiff brauchen? Estrids unruhiger Blick lässt auch dir mulmig werden, während ihr Gunnar weiter durch das Schiff folgt. Als einziger an Bord der Wolfsfang, der kein Torwaller ist, hast du erwartet, dich wie ein Fremder zu fühlen. Durch die Tatsache, dass sich auch Estrid in der Nähe dieser Leute so unwohl fühlt, kommt dir umso mehr Fehlerplatz vor. Der schwach beleuchtete Frachtraum befindet sich auf dem untersten Deck der Wolfsfang. Unterhalb der Wasser... Schiff? Fisch? Ja, ne? Und eine Salzerele wahrscheinlich, ne? Unterhalb der Wasserlinie ist das Knarren und Ächzen des Rumpfes am lautesten zu hören. In erster Linie muss ich wissen, wie viele Tage es dauern wird, bis wir anfangen zu hungern. Aber auch wenn uns bestimmte Vorräte fehlen, muss ich das wissen. Der Raum ist voller chaotisch verteilter Kisten, Truhen und Fässern in den verschiedensten Größen. Netze, Tauwerke und ein Ersatzsegeltuch liegen hier ebenfalls herum. Auch etwas Lagerausstattung kannst du entdecken. Das meiste ist mit dicken, schweren Seilen am Boden oder an der Schiffswand befestigt, damit es bei einem Sturm nicht mehr rutscht. Alles stinkt nach Fisch, so sehr, dass du dir den Gegengeruch gegen die Nase zuhältst. Dahinter verbirgt sich allerdings auch noch ein anderer Geruch. Fäulnis. Lecker. Dieser Geruch ist nicht so stark wie der Fischgeruch, Gott sei Dank, aber er verrät dir unmissverständlich, dass deine Arbeit nicht angenehm sein wird. Alles Essbare und Ausrüstungsgegenstände, die noch nützlich sein könnten, sollten von der Beute getrennt werden. Werft alles über Bord, was nicht mehr zu gebrauchen ist. Mit euch beiden an Bord sind wir 34 Personen, die einmal am Tag essen. Wir sollten genug Waffen haben, aber zählt trotzdem die Ersatzwaffen nur für den Fall. Wir erledigen das. Was ist mit dem Beutegut? Irgendetwas verrottet hier. Was riecht hier so verrottet? Schon als du den Ärmel von deiner Nase nimmst, um zu sprechen, bekommst du eine solche Ladung des Gestanks ab, dass du ein Würgen unterdrücken musst. Gunnar wirft dir einen missbilligen Blick zu, doch dann scheint ihm etwas klar zu werden. Er nickt in Richtung einiger Fässer, die in der Ecke stehen. Ein Teil dieser Vorräte stammt von einem nostrischen Handelsschiff. Sie wissen nicht, wie man sie so lange haltbar machen wie wir. Wir werden sehen, wie viel davon noch übrig ist, wenn wir fertig sind. Damit steigt er wieder die Treppe hinauf und lässt dich und Estrid alleine. Sie schnuppert die Luft auf, als du zu einem der Fässer gehst und den Deckel abhebst und sofort zurückweichst, um den Gestank zu entgegen. Oh, es riecht nach Bilkoa Fischblut. Es ist wie eine Würze. Der Fisch wird in der Sonne gegärt, der Sud abgeseiht und mit dem Traubenmost gemischt. Sehr nahrhaft und würzig. Bringt einen mit Rüben und Trockenfisch durch den langen Winter. Das ist mal was anderes. Estrid kichert, während ihr eigenes Fass aufmacht. Willkommen in Torwaldrandratte. Das Fass, das sie öffnet, hat einen anderen Inhalt als deines. Deines ist randvoll mit Fischen, die auf einem Bett aus kleinen, durchsichtigen Salzkristallen liegen. In dem von Estrid wurde jeder einzelne Fisch gesalzen und getrocknet, wodurch der Fisch viel weniger Platz verbraucht und kein fauler Geruch entsteht. Das ist klug. Das wird lange dauern. Das ist klug, effizient. Das hat sicher einige Zeit gedauert. Warnheimer Holzfisch. Der Salz trocknet ihn vollkommen aus. Wir nehmen ihn als Nahrungsmittel auf längeren Reisen mit, weil er leicht ist und nicht schlecht wird. Dank Holzfisch müssen wir auf Raubzügen keine Zeit mit der Jagd vergeuden und keine Nahrung von den anderen stehlen. Und doch hat die Wolfsfang Otayasko genau das getan. Warum? Und dauerhaft an Bord des Schiffs leben? Jeder kehrt doch nach seiner erfolgreichen Kaperfahrt von seiner Otterskin zurück, um die Liebsten zu sehen, Schätze zu bringen, Vorrat aufzunehmen. Es ist mehr als merkwürdig. Du gräbst dich durch die oberste Schicht aus Salz und beißt die Zähne zusammen, als du etwas Schmieriges unter deinen Fingern spürst. Du untersuchst den Fisch sorgfältig, während Estrid ihr Fass verschließt und zu einer mit Stroh gefüllten Kiste in der Nähe geht. Von außen sieht der Fisch nicht einmal verrottet aus. Sein Vater hat mir von unserer Abreise etwas über Olvir und seine Leute erzählt. Olvir ist nicht der, der er einst war. Die Besatzung sind Fremde.
Olvige ist ein Ausgestoßener. Ja, nehmen wir das. Aber die Besatzung ist Fremde, sind Fremde, ist auch witzig. Er sagte mir, dass Olvige sich selbst als eine Art Ausgestoßener sieht. Wenn das stimmt, besucht der Torball vielleicht nicht allzu oft oder gar nicht mehr. Das würde das alles erklären. Aber warum? Warum überhaupt ein solches Leben wählen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Was ist das hier? Du drehst dich um und siehst, wie Estrid eine Waffe aus der Kiste zieht, die sie gerade in Augenschein nimmt. Du erkennst die Machart des Schwertes sofort. Es ist ein horasisches Schwert. Schnell, aber nicht besonders stark. Das gehört euch nicht. Ihr wendet euch beide zur Treppe und seht wie einen Fremden, der den Weg aus dem Raum versperrt. Er ist ein breitschultriger Mann, stark gebaut und bewaffnet. Eine Frau gesellt sich zu ihm, ebenso athletisch in einer ähnlich abgenutzten Rüstung. Bei ihrem Anblick stößt Estrid ein frustrierter Seufzer aus und wirft das Schwert zurück in die Kiste. Sie lässt die Schultern kreisen und spannt die Nackenmuskeln an, als sie sich ihnen direkt entgegenstellt. Wer seid ihr? Es ist der Mann, der antwortet, während die beiden ihre Waffen vom Gürtel lösen und zu Boden werfen. Mein Name ist Jürge. Was? Beide machen sich locker und offenbar kampfbereit, während sie sich euch nähern. Jürge, der dir gegenübersteht, grinst sich angriffslustig an. Offensichtlich handelt es sich bei ihrem Gebaren um eine Herausforderung zu einer Art Rauferei. Wahrscheinlich hättest du früher darauf kommen können. Zuerst zuschlagen, versuche es mit Reden, auf den Angriff warten. Ich versuch's mit Reden. Moment mal, das hier ist nicht... Au! Knack, du taumelst zurück, als dein Gegner dir mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Die Wucht deines Schlages betäubt dich. Benommen schüttelst du den Kopf. Komm schon! Er scheint selbstbewusst genug zu sein, darauf zu warten, dass du dich wieder fängst, um ihm auf Augenhöhe entgegenzutreten. Er ist nicht kräftiger als du, obwohl er jünger und wahrscheinlich fitter ist. Du wirst ihn nach und nach zermürben müssen, wenn du gewinnen willst. In die Offensive gehen, in die Defensive gehen. Pass auf, wir gehen in die Offensive. Du wirfst dich nach vorne, in dem Wissen, dass er irgendwann müde werden wird, wenn du deine Angriffe aufrecht hältst. Seine Verteidigung ist nicht besonders gut. Er scheint es vorzuziehen, einfach einen Treffer einzustecken, statt Energie aufs Blocken und für Ausweichmanöver zu verschwenden. Es funktioniert. Mit jedem Schlag, den er einsteckt, werden seine Bewegungen langsamer und behäbiger als zuvor. Er ist zwar weiterhin eine Bedrohung, aber jetzt ist er für jemanden mit deiner Erfahrung viel leichter zu bewältigen. Den Vorteil nutzen. Du nutzt deinen Vorteil. Mit deiner Vielzahl verschiedener Schläge drängst du ihn in Richtung der Schiffswand der Wolfsfang zurück. Ich wollte nämlich hier ein bisschen Energie sparen. Er spürt, dass er am Verlieren ist und beginnt nun, sich mehr anzustrengen, um deine Schläge zu blockieren und ihnen zu entgehen. Mit einem verzweifelten Knurren stößt er dich von sich, mit einem neuen Angriff zu starten. Er steht immer noch mit dem Rücken zur Wand und du wirst keine bessere Gelegenheit haben, ihn zu überrumpeln. Deine Kräfte schon? Wuchtschlag. Ich hätte ja nicht viel kämpfen, wir sind auf Schiff, also von daher einmal Wuchtschlag. Dein Hieb lässt ihn mit seinem lauten Krachen gegen die Schiffswand prallen. Er stöhnt, als er auf dem Boden zusammensackt, als sich das Gesicht reibt und zu dir aufschaut wie ein verwundetes Tier. Einen Herztag später hörst du einen kurzen, spitzen Schrei und siehst, wie Estrid ihren Ellenbogen einsetzt, um ihre Herausforderin ebenfalls zu Boden zu schicken. Also gut, ich hab genug gesehen. Dein Blick fällt auf die Treppe, wo er eine große, muskulöse Frau zu sitzen sieht. Du erkennst sie von der Ankunft auf der Wolfsfang wieder, diejenige, die darum gebeten hat, sich der Jagd auf den Hescher anschließen zu dürfen. Du kannst gehen, Jürge. Der Seefahrer, der dich herausgefordert hat, klopft sich den Staub aus und wirft dir einen letzten provozierenden Blick zu. Ohne ein weiteres Wort greift er sich eine Waffe und wendet sich um, eilig zu gehen. Die Frau murmelt dem Neuankömmling zu, bevor sie Jürge mit einem letzten Blick in eure Richtung folgt. Die verbleibende Fremde beobachtet euch weiterhin schweigend, bis klar wird, dass keiner von euch das Wort ergreifen wird. Sie haben euch geschont, weil Gunnar euch auf alles vorbereiten wissen will. Sonst hätte es mehr gegeben als nur einen Satz warmer Ohren. Am Anfang hast du den Kampf gescheut. Möge es zwar für dich lehren, was Mut bedeutet. Wir erwarten mehr von dir, wenn es richtig losgeht. Und dein Stil lässt zu wünschen übrig. Ich denke, du brauchst mehr Übung gegen uns.
Allerdings weißt du eindeutig, wie man einen Kampf beendet. Das war beeindruckend. Schön. Ich glaube, dass das wirklich, hätten wir jetzt anders reagiert, wären die Dialoge wahrscheinlich anders gewesen. Das ist cool, dass sie darauf eingeht. Und das war ja wirklich so. Wir haben Ernst erst zurückgehalten, wollten es mit Reden versuchen, weil dann, was ist denn hier los? Wollten erst reden. Und dann haben wir am Ende nochmal schön einen draufgezimmert. Und wer genau bist du? Svalf Nild Dunjasdottir. Ich höre unsere Kampagangriffe an. Bist du zufrieden? War das nötig? Musst du sonst wirklich so überrumpeln? Bei Jorgas Weisheit. Natürlich. Wenn du an meiner Seite kämpfst, muss ich wissen, was du taugst. Jetzt weiß ich es. Ich habe andere Dinge zu tun, aber wir werden uns bald wiedersehen. Als sie aufsteht, hält sie inne. Dann wendet sie sich an Estrid und spricht schnell im Raum Thorwalsch. Estrids scharfer Blick zuckt von ihr zu dir und wieder zurück. Dann gibt sie eine knappe Antwort. Darauf wendet sich Svafnild wieder dir zu. Wenn du etwas Zeit hast, komm zu mir. Dann heben wir mal einen Prämer zusammen. Dann geht sie. Und die schweren Schritte auf dem Holz lassen sich im Unklaren darüber, wie sie sich zuvor an euch heranschleichen konnte. Du wendest dich an Estrid, als für einen Moment Stille auf dem Schiff herrscht. Was hat es damit auf sich? Was hat sie dir gesagt? Das wird alles immer seltsamer. Was hat sie dir gerade eben zu dir gesagt? Boah. Estrid schaut schwaffnend nach, bis sie außer Sicht ist. Erst dann antwortet sie dir. Du sollst mit ihr darüber sprechen. Du solltest mit ihr darüber sprechen. Damit wendet sie sich wieder den Kisten zu. Das Handgemenge hat das Chaos nur verstärkt. Wir müssen wieder in die Arbeit. Jetzt, da alles vorbei ist, gibt es eine Menge zu tun. Die Arbeit ist mühsam und dauert weit über den Nachmittag hinaus bis in den Abend hinein. Ihr legt erst eine Pause ein, als ihr von irgendwo über euch den Geruch von gekochtem Essen wahrnehmt. Anschließend macht ihr euch direkt wieder ans Werk. Das Sortieren der Lebensmittel ist das Schwierigste und am Ende seid ihr über mit Salzflecken bedeckt. Im Vergleich dazu ist das Sortieren der Ausrüstung und der Beute einfach, wenn auch nicht minder anstrengend. Doch dann geht es an das Geschleppe. Vom Frachtraum aus geht es zwei Treppen hinauf zum Deck, wo die Sonne mittlerweile tief im Westen steht. Hilfe dazu holen? Keine Hilfe dazu holen. Warum sollten wir Hilfe dazu holen? Auf dem Rückweg von eurer ersten Reise blickst du auf und siehst, dass Gunnar von euch vom Achterdeck aus genau beobachtet. Im schwindelnden Licht siehst du, wie er die Stirn runzelt, während du dich zurück in den Laderaum begibst. Er hat, wie alle anderen auch, ein wachsames Auge auf euch. Es dauert gefühlt noch mindestens eine Stunde, bis die Arbeit endlich erledigt ist. Du hörst einen lauten Ruf von oben, den Ankerstein herunterzulassen, während du die letzte Kiste verzogst. Verglichen mit zuvor ist der Frachtraum jetzt ein Bild der Ordnung. Ich hätte jetzt gehofft, dass auch das Bild hier sich ändert. Beutegut auf der einen Seite, Ausrüstung dahinter und Kisten und Fässern mit Lebensmitteln, die frisch genug sind, um sie aufzubewahren, auf der anderen Seite. Der Raum scheint dank eurer Bemühungen nun geräumiger zu sein, doch du spürst die Anstrengung in deinen Knochen. Hinter euch taucht Gunnar auf und lacht leise. Nun, wie sieht's aus? Die Ausrüstung scheint im guten Zustand zu sein, obwohl nicht viel davon vorhanden ist. Es gibt allerdings einiges an Beute, das im Hjalsingor verkauft werden kann. Wie steht es um die Verpflegung? Genug für etwa 2 Wochen. Reicht das aus? Wir sollten vielleicht rationieren. Was war der Plan? Das ist nicht viel. Was genau hattet ihr vor, bevor wir ankamen? Wir wären wahrscheinlich direkt nach Nostia gefahren, aber Olvir... Wie dem auch sei, wir werden rationieren. Ein Hjalgingskor eintauschen, was wir können, und auf dem Rückweg vielleicht nach Süden segeln. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Allerdings hättet ihr um Hilfe beten sollen, zumindest beim Schleppen. Wir sind eine Besatzung. Wenn wir uns nicht aufeinander verlassen können, wird uns die See samt uns und besonders zu Boron schicken, also der Totengott. Ich dachte, das war eine Prüfung. Ich dachte, dass du uns prüfen wolltest, um zu sehen, ob wir alleine zurechtkommen. Aber ihr seid nicht allein. Ihr werdet euch auf uns verlassen, solange ihr hier seid, genauso wie wir uns auf euch verlassen. Außerdem werdet ihr in den kommenden Tagen noch viel Gelegenheiten haben, euch zu beweisen. Ihr habt euch etwas Ruhe verdient. Haltet die Ohren nach dem morgendlichen Weckruf gespitzt. Die Arbeit wird dann wieder aufgenommen. Okay, Freunde. Okay, wir haben 2 Möglichkeiten. Aha, interessant. Also Olsvir oder Estrid.
Aber an dieser Stelle machen wir ein kleines Folgen- oder Aufnahmepäuschen. Wir sind ja schon in Akt 2. Das finde ich sehr, sehr gut an dieser Stelle. Wir kommen also gut voran und nächste Woche wird es auf jeden Fall weitergehen. Wir machen auf jeden Fall eine kleine Aufnahmepause. Und an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen, für Dank fürs Dabeisein. Falls dir diese Folge gefallen hat, falls dir dieses Let's Play gefällt, gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du was kommentieren möchtest, kannst du das hier unten unterhalb des Videos tun. Gerne Kritik oder Lob oder Anregungen. Da bin ich immer für alles offen. Und ich hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist. In diesem Sinne bleibt nur noch zu sagen, gehabt euch wohl.